Wenn ich du wäre, Lukas, würde ich auf ganz aktive Art und Weise mal ganz kurz meine Handynummer leaken. Schau Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Wir spielen heute wieder eine Runde, wenn ich du wäre. Und natürlich könnte ich mir niemand Schlechteren dafür vorstellen oder auch niemanden Besseren gleich zu sagen als Viper.de. Denn dieser junge Mann ist tatsächlich dafür... Mein Gebieter. Wenn ich du wäre, die ganze Folge mein Gebieter. Ja, wir haben eben deine Folge aufgenommen, außer war es King of Vive und nicht mein Gebieter. Ja, jetzt aber. Und deine Folge ist eben vorbei gewesen. Ja, es ist gerade eine neue Aufgabe. Was? Mein Gebieter. Gut. Mein Gebieter. Wenn du möchtest. Lukas, wenn ich du wäre, musst du dich selber die ganze Zeit in der dritten Person jetzt immer wieder beleidigen, wenn ich meinen Gebieter sage. Okay? Perfekt. Ja. Mach dich mal bitte bereit, wir fangen direkt an. So, wie geht es dir heute? Interessiert mich nicht. An der Stelle, meine Freunde, die heutige Aufgabe, ich sag mal so, ich habe mir da was überlegt, schaut auf jeden Fall bis zum Ende, denn am Ende erfahrt ihr etwas von Lukas, was Lukas sicherlich nicht preisgeben möchte, was Lukas aber preisgeben muss. Lukas, was? Ich bin einfach mal gespannt, wie du das Ganze jetzt annimmst, wie du darauf reagierst. Ich glaube, du hast momentan durch das Zuhausebleiben ein wenig Langeweile und wir kommen dann später dann dazu. Hä? Was hast du vor? Wie Langeweile? Was hat das damit zu tun? Ach, mein Gebieter. Oh Gott, der Wi-Fi-D ist ja so ein Ver... Gut. Ja, ist mein ja grad ziemlich heiß. Wi-Fi-D stinkt. Oh! Okay, mein Gebieter. Wi-Fi-D, laber nicht so eine dumme... Okay. Ich werde die ganze Zeit hart beleidigen, damit du alles piepsen musst. Egal. Ich muss nicht piepsen, der arme Leo. Mein Gebieter. Ich bin... Wi-Fi-D ist ein kleiner... Also, Revi ist ja gerade relativ heiß, ne? Bei dir im Keller wahrscheinlich. Nee, eigentlich nicht. Ich nehme an, es ist relativ heiß. Ja. Und deswegen, Revi, wenn ich du wäre, würde ich jetzt... Hast du was zu trinken da? Ja. Was denn? Wasser? Ja, das würde ich mir über den Kopf schütten. Kann ich kurz noch landen? Darf ich das wenigstens machen, oder? Über den Kopf schütten, mein Lieber. Das ist natürlich wieder die absolute Unnötigkeit in Aufgabe, aber okay, Lukas. Habe ich gerade Lukas verstanden, Digga? Mein Gebieter. Aha, weil das nämlich ein... So. Ja, perfekt. Dann hätten wir das auch schon geklärt. Meine Hose ist jetzt auch komplett nass. Schade. Digga, jetzt sieht's aus, als hätte ich mir die Hose gepisst. Na, super. Hab ich nackt? Yay! Lukas, hast du da was zu essen da? Ich mach grad eine Saftdiät, Digga. Irgendwie so Quark oder Frischkäse, irgendwie sowas zu Hause? Ich mach grad tatsächlich eine Saftdiät, Digga. Glaub ich dir nicht. Ich schwöre es dir. Gut, Alina wird sicherlich irgendwas essen in der Zwischenzeit, oder? Ja! Von hinten auch noch einer, Digga! Ey, Mann! Hilf mir doch mal! Ach, mein Gebieter. Da! Mann, der Wi-Fi-D ist ein blöder. Kann ich spielen, Alter. Richtig. Ja, ESL. Ja, Digga, ein Schuss. Hi, moin, Bruder. Ja, lächerlich. Wenn ich du wäre, holst du dir bitte eine Packung Quark und schmierst dir das komplett in die Haare und läufst dann eine Stunde bei dir zu Hause rum. Nein! Einfach nur für den Abend. Junge, eine Stunde, meine Haare sind... Nein, ey, das würde ich verdienen, Digga. Mein Gebieter! Wi-Fi-D, du. Ich habe heute noch andere Aufnahmen und so. Und weiter! Kann ich jetzt dafür, wenn du nichts zu essen hast? Das hättest du nur jetzt machen müssen. Das ist so unnötig schon wieder. Und das riecht nach Kräuter, Junge. Sieht stabil aus, oder? Wenn ich du wäre, ruf mal bitte ein Fitnessstudio an. Mit deinem Namen. Da ist doch keiner da. Die haben doch alle. Die haben eine Service-Hotline. Sei leise. Du rufst jetzt bei McFit in der Service-Hotline an und fragst, ob die das Fitnessstudio für dich vielleicht trotzdem aufmachen könnten, weil du ja ein berühmter Influencer bist und im Notfall halt auch mehr Geld zahlst, dass du alleine trainieren kannst. Ob das irgendwie möglich wäre. Als ob die irgendwo. Ob das irgendwie möglich wäre. Und Abfahrt, Digga. Anrufen. Was bringt denn das? Hallo, eine schöne Frage. Ich wollte mal etwas fragen, wann die Fitnessstudios wieder aufmachen. Oh, wir haben noch keine Informationen. Gibt es denn irgendwie die Möglichkeit, die für einzelne Personen irgendwie zu öffnen oder sowas? Wenn man dafür sonderbar zahlt oder irgendwie eine Instagram-Story oder sowas macht? Weil du bist berühmter Influencer. Du bist berühmter Influencer. Gesetzgeber vorgegeben worden. Aber ich meine, wenn jetzt nur eine Person drin wäre, also als Influencer oder sowas irgendwie, gibt es da vielleicht eine Möglichkeit? Also im Moment tatsächlich nicht möglich. Ne, okay, gut, weiß ich Bescheid. Gut, danke, tschüss. Ja, danke. Bleib gesund. Gleichfalls. Ich leg auf. Ja, danke, tschüss. Du hast nicht aufgelegt. Stabil. Die arme Frau. Hey, Digga, ich höre hier nichts, Mann. Ja, mein Gebieter, das machst du gut. Mein Verdienst ist doch schlecht.
Ja, richtig. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich jetzt ganz kurz bei McDonald's anrufen. Die haben zu. Das nee, würden die aufhaben. McDonald's hat nicht zu. McDonald's natürlich hat Mac ist zu. Digga, das ist ein Drive-In-Imbiss. Und fragen, ob es irgendwie möglich ist, 24 Stunden im Mac's zu verbringen, weil du extrem Bock hast, dich mal mit 20.000 Kalorien voll zu ballern und ja gerade eh keiner in die Restaurants reingeht. Das ist okay. Ja, los, ruf da an. Ja, ich wähle ja gerade, der Sebastian ja. Mayer ruft jetzt an, ist ja gar kein Problem. Ja, hallo, Sebastian Mayer hier. Ich wollte mal ganz kurz nachfragen, habt ihr ganz normal offen, also kann man auch reinkommen oder macht ihr nur noch Drive? Nein, wir haben nicht normal geöffnet, wir sind nur Drive geöffnet. Ah, weil ich hatte mal so eine Challenge überlegt, so 24 Stunden im Mac ist drin. Wäre sowas möglich, wenn man es alleine macht? Weil ich wollte mir mal gerne 20.000 Kalorien so richtig im Magen reinhauen. 24 Stunden willst du da in der Küche übernachten? 24 Stunden, ich würde an der Küche schlafen. Nein, nicht 24 Stunden, ist nur bis 1 Uhr auf. Du willst in die... Küche und das Fritteusenfett trinken. Ich will auch Fritteusenfett trinken. Schrei rum, schrei! Sebastian Mayer bin ich. Ja, bringt ja gar nichts. Was bringt das dem, diesen Namen zu haben? Ich will einfach nur deinen Namen sagen, der Rest ist mir doch egal. Ja, super. Ja, Digga, Headshot und der verreckt mich, Alter. Mein Gott, wie viel... Oh. Moin, Bruder! Digga, es geht hier ab. Du hast gesagt! Ja! Mann! Wie viele waren das denn? Komm runter! Der Typ hat mich auch gekillt, mein Gebieter. Ja, perfekt. Ich würde sagen, Lukas, wir haben eben über Folgendes gesprochen, ne? Wir haben eben drüber gesprochen, über Veröffentlichungen von Dingen, ja? Nicht mein Ort und nicht meine Straße, mir ist Da wir in Zeiten wie dieser sehr viel Freizeit haben, ja, und du ja sicherlich auch den Community Service sehr ernst nimmst, dass deine Fans dir sehr nahe stehen. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich auf ganz aktive... Warte doch mal. Wenn ich du wäre, Lukas, würde ich auf ganz aktive Art und Weise mal ganz kurz meine Handynummer leaken. Digga, ich hab die erst gewechselt von vor Hals Maul. Na, warum denn nicht? Kannst doch mal die Leute telefonieren. Dann sag lieber meine Adresse, Digga, aber Handynummer ist deine so Adresse hart. Ist wahrscheinlich besser, oder? Weil man kann ja die Adresse deutlich einfacher wechseln als die Adresse. Hä? Ja. Ja, hast du... Fehler 10.000 IQ. Nee, Digga, ich veröffentliche meine Handynummer. Nein! Digga, bitte, übertreib's nicht, Alter. Du veröffentlichst jetzt einfach deine Handynummer, Lukas. Da ist nichts dabei. Das wirklich, das... Ohne Sch... Ich mach echt... Digga, ich vergrab mich, ich mach alles. Aber das ist zu hart. Was soll ich denn machen, Alter? Mit Handynummer veröffentlichen? Wo soll ich denn hin? Mal, ich hab vor 2 Wochen allen Leuten noch geschrieben. Ey, yo, ich hab eine neue Nummer. Stimmt, ich erinnere mich sogar. Ja. Witzig, ne? Gut, dann würde ich sagen, an der Stelle ist es Zeit, deine Handynummer öffentlich zu machen. Und hier ist ein ganz kurzer Clip, wie Lukas seine Handynummer vorliest. Bitteschön. Mach ich nicht. Nö, ich werde es nicht vorlesen, ist mir doch egal. Gut, aber ich habe jetzt irgendeinen Clip eingeblendet und deine Nummer ist ja da. Ansonsten veröffentliche ich die einfach. Du ziehst das eh nicht durch. Ja, wir werden sehen. Dann zeige ich dich halt an oder so. Alles klar, wegen wenn ich du wäre angezeigt, oder? Ja, Digga, selber schuld. Ja, trau dich, mach, trau dich. Digga, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, dass dieser Community Service den Leuten echt gut tun wird. Weißt du, die werden ich werde direkt meine Nummer wechseln, Digga. Ich schwöre auf alles, ich werde instant wieder meine Nummer wechseln. Ist mir egal. Ja, so das Ratsamste bei so einer Aktion. Ist mir, ich schwöre dir, ich werde nicht einmal irgendwo rangehen, Digga. Ich werde einfach instant meine Nummer wechseln. Lukas? Ja? Hast du jetzt eigentlich dein PC repariert schon? F*** mich jetzt nicht ab. Weißt du, was ich mach? Mit der Handynummer? Ich hab noch ein zweites Handy. Ich lass die Karte dann, lass ich dann im zweiten Handy und dann beim nächsten Mal... Ja, ich sag noch nichts, Digga. Bei der nächsten Mensch-Du-Wer-Aufgabe hast du auf jeden Fall einiges zu tun. Aber ich werde meine Nummer wechseln, also alle, die mich jetzt versuchen anzurufen. Ich werde nicht angehen, Bruder. Jetzt kriegst du richtig Krieg mit mir. Ist kein Problem. Weiß nicht, was er... Aber gut, soll ich dir helfen kommen oder nicht? Das wäre nett. Weißt du, so harte Sachen habe ich nicht mal, Alter. Ey, komm, jetzt hilf mir doch. Revi? Ja? Wenn ich du wäre, stell deine Language von Fortnite auf Chinesisch jetzt. Kann man das? Sehen wir dann. Wie geht das? Koreanisch, Japanisch. Ich kann Japanisch machen. Ja. Und dann auf die ganze Runde damit zocken. An der Stelle, was habe ich davon? Ich habe keine Ahnung, ey. Okay, ciao. Ja, ciao. Können die Dinger schießen? Weiß ich nicht. Mann, Lukas! Ich einfach ab, wenn ich du wäre, schlägst du einfach 20 Mal ins Gesicht. Wenn ich du wäre, Red Bull ist ja dein Sponsor, ne? Ja, richtig. Ja, dann schick mir mal bitte ein bisschen Red Bull. Wie viele Pakete willst du denn haben? Ja, aber nicht von Red Bull, sondern von dir. Ich will nur Zero, 2 Paletten. 2 Paletten natürlich. Sonst noch irgendwelche Wünsche? Oder alles in Ordnung bei dir soweit? Nee, sonst alles in Ordnung. Super. Das klingt dann nach einem Deal. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mal ganz kurz dein ganzes Inventar vor mir droppen und warten, bis ich mir was raussortiere. Okay, ich muss ja meinen PC reparieren lassen, ne? Mhm, genau. Hast ja gesagt in der Folge, wenn du wärst, du übernimmst die Rechnung. Habe ich nicht gesagt, nein, mach ich nicht. Das ist meine Aufgabe jetzt.
Gut, wenn ich du wäre, Lukas, sobald wir gleich tot sind, was relativ schnell passieren wird, ich hasse Suchen auf Japanisch zu spielen, ist es dann an der Zeit für dich, dass er dich dann auch... Oh, was fährt der da? Bruder. Ja, da hinten kommt der Shieldbreak. Schön, unter mir ist noch einer. Ja, nice. Meine Mine hat ihn geklatscht. Mein Gebieter, wenn ich du wäre, du hast ja jetzt gerade Schluck auf, richtig? Ja. Würde ich jetzt erstmal ganz kurz für 2 Minuten die Luft anhalten. Dann sterbe ich. Meinst du? Okay, mach mal so lange, wie du kannst. Hier läuft der Timer. Bin mal gespannt, wie viel es letztendlich ist. Also ich sag dir eins, es wird wahrscheinlich richtig wenig sein, weil dein kardiovaskuläres System wahrscheinlich nicht dementsprechend ausgebildet ist. Krankenwagen rufen oder so? Also, ist jetzt schon ziemlich lange, Lukas, ne? Also. Gut, möchtest du mir vielleicht ein bisschen erzählen, wie du dich gerade fühlst? Waren keine 2 Minuten. Ja, sorry, dass ich nicht kann, Junge! Aufgabe nicht bestanden, ich bin nochmal. Aber ich schwöre auf das Leben meiner ganzen Familie, Leute, ich hab's nicht gefaked. Ich kann auch im Schwimmbad richtig lange tauchen und so, ne? Echt jetzt? Was Luft anhalten, bin ich voll gut. Das ist das Krasse, du hast ja auch bei deiner Geburt erst 3 Minuten später angefangen zu atmen. Deine Fresse. Das würde auf jeden Fall echt einiges erklären. Das, der hat einen Ninja-Skin, Vorsicht, Achtung. Oh oh. Von der anderen Seite natürlich wieder, Digga. Ey, die gehen auf mich, hier kommt noch einer. Komplettes Team noch, ne? Oh, das gibt wohl keinen, Lukas. Das gibt wohl keinen mehr. Ja, Digga, komm von allen Ecken natürlich hier. Geht mir doch alle am Sack. Hab einen, der ist down. Achtung. Och, perfekt. Du bist ja direkt in der Nähe. Links ist doch einer ganz offen. Snipe ihn doch. Wo denn? Da! Da! Oh. Digga. Damit rechnet man natürlich nicht, ne? Ich will aber eigentlich gar nicht zu Ende spielen, weil ich es eh verkacken werde. Da kommt einer. Der hat C4 geworfen. Ich würde aus dem Haus raus. Oder nice. Bleibst du einfach drin. Der gut, der kann ja nicht wissen, dass da ein Lost... Oh. Nice Meter. Oh, nice. Digga. Also nice Meter auf jeden Fall mit letzten 4, muss man sagen. Ziemlich gutes Game. Ziemlich cooles Game. Haben sie wirklich gut gemacht. Ja. Aber gut. Gut, Lukas, dann bin ich an der Stelle raus. Fortnite auf Japanisch ist gar nicht mein Film. Ich würde sagen, das war es an der Stelle von diesem wunderbaren Video. Lukas, du bist ein großer... Ich wünsche dir alles Schlechte auf dieser Welt. Macht's gut. Ciao und viel Spaß mit Lukas Nummer.